Hi, ich bin Maggie von Surety und ich zeige dir heute das Retourenmanagement. Im Surety.cloud Dashboard klickst du auf den Reiter zu deinem Shopsystem. Hier ist das jetzt Shopify. In der Liste wählst du jetzt Return Subscription. Hier findest du nochmal eine Anleitung sowie die Preisstruktur. Weiter unten kannst du für jeden Shop, den du betreibst, eine Subscription auswählen. Jetzt noch bestätigen und schon bist du dabei. Wir richten im Hintergrund das System für dich ein, damit später alles reibungslos verläuft. Wenn alles fertig ist, erhältst du pro Store eine URL. Diese sendest du an deinen Kunden, damit er seine Retour eingeben kann. Optional kannst du die URL auch per iFrame bei dir im Shop einbinden. In den Subscription Settings kannst du allgemeine Einstellungen machen. Du kannst zum Beispiel bestimmen, wie viele Tage dein Kunde nach Erhalt der Ware Zeit hat, die Retoure anzumelden. Und das sieht dein Kunde, wenn er die URL von eben aufruft. Wie du siehst, ist alles White Label, also ohne jegliche Information von Surety. Hier gibt der Kunde jetzt seine Bestell-ID ein und bekommt eine Liste aller Artikel aus der Bestellung. Er kann Artikel und Rücksendegrund auswählen und erhält ein PDF, welches der Sendung ausgedruckt beigelegt werden muss. In deinem Dashboard siehst du die angemeldete Retour. Der Status steht jetzt auf Pending. Sobald die Sendung bei uns eingegangen und geprüft worden ist, wirst du darüber informiert. Im Dashboard steht der Status jetzt auf Returned. Jetzt kannst du mit deinem Kunden die vereinbarte Erstattung abwickeln. Sobald der Prozess von deiner Seite aus abgeschlossen wurde, klickst du auf Done. Du wirst gefragt, ob du alles mit dem Kunden geklärt hast. Kurz bestätigen und schon ändert sich der Status deiner Retour ebenfalls in Done. Die zurückgegebene Ware wird jetzt bei uns eingelagert und wartet auf einen Wiederverkauf. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Schau dich auf unserem Kanal um, da haben wir noch mehr Videos wie dieses. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren.